Morgen. Heute geht es um ein sehr, sehr schönes Auto. Ja? Es geht um den Audi RS6. Ja? Nicht irgendein RS6, sondern der ist schon gemacht. Ja? Und der Kunde hat angerufen, hat gesagt, er ist ihm etwas zu leise. So, das Auto ist ein Abt Audi RS6 R. Ja? Natürlich macht Abt die Sache alles hier für die deutschen Straßen. Da das Fahrzeug aber in Frankreich fährt und in Katar und in anderen Ländern, will er es lauter haben. Ja? Also deswegen würden wir die Abgasanlage jetzt demontieren von Abt und machen eine Miltec drunter. Ja? Eine Miltec ohne Cut mit durchgehenden Rohren und dann gucken wir mal, wie das Ding sich anhören wird. So Patrick, ich fahre dich mal in den Kreisel, dann kannst du mal einen Carporn machen, gescheite, gell? Achtung! Hört sich dumpf an, hört sich gut an. Also auf jeden Fall besser wie Serie. Habt gefällt mir. So meine Lieben, es ist soweit. Wir machen jetzt den Soundcheck erstmal, bevor wir anfangen, weil der Jan von Miltec ist jetzt auch da. Wir haben jetzt eine neue Kooperation. Der Jan wird euch ein bisschen was erzählen und wird natürlich auch die Abgasanlage reinmachen mit dem Zbyszek zusammen. Ich starte jetzt mal das Ding hier. So, man hat es gesehen, das Maximale war jetzt 87 kurz und jetzt fangen wir an, jetzt machen wir das Ding raus und machen Miltec rein und dann messen wir nochmal. Wie gesagt, hier auch der Grenzer 4000 im Stand, das werde ich mir auf jeden Fall ausmachen, ja, ein bisschen höher setzen. Was ich auch machen werde, das ist die OPFs ausbedaten, den Cut ausbedaten, damit er halt keine Fehler kriegt, ja. Das, also bei solchen Geschichten muss man Software eigentlich immer mitmachen. Ich mache da jetzt keine Leistung, sondern wirklich nur die Fehler dann aus und dann legen wir jetzt los. So meine Lieben, das hier ist der Jan. Hi, er wird heute euch dabei sein. Er wird mit dem Zbyszek zusammen das Ding hier laut machen. Der Kunde wollte es so laut wie es geht. Wir haben ihn von Miltec besorgt, das lauteste was es gibt. Richtig. Jan wird dabei sein, er wird euch alles ein bisschen erzählen, was das alles verbaut wird, was entfällt und so. Genau, das machen wir so. Und dann gucken wir mal, ob der Kunde zufrieden sein wird. Hä? Ich gehe stark davon aus. Er ist auf jeden Fall ein Fußballspieler aus Katar. Und du weißt, die stehen immer auf Sound. Das Ding muss knallen, laut sein. Und dann müssen wir da auf jeden Fall was auf die Beine stellen. Dann machen wir ihn wirklich. Also Jan, ich wünsche viel Spaß beim Schaffen. Ich mach weiter. Dir auch. Look, I'm growing, I'm dying, I'm planted, I'm grounded, I'm flying. I pilot the end and the pressures, I'm mounting, I'm Zion. Why I get older, he know the true person that I am. I focus on feeling, emotions are truer than science. I'm human, I know when I fuck up, I'm feeling defiant. Salt in my wound, feel the burns from the tears that I'm crying. I'm human, I know when I fuck up, I'm feeling remorse. In a hood, I'm on a shirt, I'm in love with a horse. Course. Look at me, I was just trying to find angels. Get a discount on a halo, bring it back for a day though. He said I'm going for the game, no. I do it all for the gang, no. A good time while I wear the pain, no. I don't know who I became, no. Should I be missing my cousin? He used to play all my singles. I ain't got much to explain, no. I ain't got much to explain, no. Should I be missing the homies? We ain't got much time to hang, no. I ain't got much to explain, no. I ain't got much to explain, no. But then I was running for bangles. I was still minimum wage, though. Baby, for cherry your Django. Now I be feeling so Django. Life can imitate Jenga. I'm at the cool in the danger. That's only feeling my anger. I load up two in the chamber. I'm at the weapon and shotgun. Y'all better go get your power. So Jan, hat dir alles wunderbar gepasst, ja? Ja. Da bin ich sehr überrascht von der Passgenauigkeit gegenüber anderen Herstellern. Ja, das freut uns auf jeden Fall zu hören. Also. Jetzt erzähl doch mal, was unterscheidet denn euch gerade Miltec gegenüber anderen Herstellern, wo du sagst, okay,
das ist anders, wie jeder andere Hersteller das macht. Also mit der Größe Pluspunkt ist für mich ganz einfach auch aus der Sicht vom Endverbraucher. Wenn ich die Anlage kaufe als Erstkäufer, dann zum Beispiel bei euch hier bei PP Performance einbauen lasse, dann habe ich lebenslange Garantie auf die Anlage, auf alle Schweißnähte oder sonst irgendwas. Echt? Das heißt, ich kann nach 10 Jahren kommen, zum Beispiel hier hinten haben wir jetzt noch die dritte zusätzliche Klappe. Ja. Ich kann nach 10 Jahren quasi sagen, hier Jungs, PP, ich habe die damals bei euch einbauen lassen, stellt bei Milt den Garantieantrag und dann kriegt ihr das Teil komplett ersetzt. Ihr habt also quasi lebenslange Garantie, also die drei Bedingungen sind Erstkäufer, bei einem Partner einbauen lassen und es muss halt was sein, was auf die Produktion, sag ich mal, zurückzuführen ist. Wenn ihr einer hinten frontal drauf fährt, dann, ja, dann ist ja klar, dann ist es was anderes. So, was mich noch brennend interessiert ist, ist Miltec auch irgendwie im Motorsport tätig? Fahren die irgendwo oder unterstützen die irgendwas? Selber sind wir nicht gefahren. Wir sind 2018 gefahren, wo Miltec Deutschland, also Miltec Sport Deutschland gegründet worden ist. Da sind wir VLN gefahren mit einem GT86 und haben auch ein Fiesta-Team unterstützt und hatten noch einen Golf 7 TCR. Ja. Und jetzt sagen wir, unterstützen wir halt nur noch im Motorsport, weil normalerweise bin ich halt für so Verbausachen zuständig und mache halt alles, was Sonderanfertigungen betrifft. Wir hatten jetzt fürs 24-Stunden-Rennen, habe ich glaube ich 4 oder 5 Autos ausgestattet, die mit Abgasanlagen von uns gefahren sind, wo wir einfach gesagt haben, ja, wir haben da den Anfang, den ersten Flansch und da muss es raus. Ja. Und das ist halt momentan das, was wir im Motorsport noch machen. Dann sehr ist halt von der englischen Seite aus, die sind halt sehr viel auf Events vertreten, ja, zum Beispiel jetzt am Wochenende in Goodwood sind wir auf jeden Fall da wieder dabei. Und halt sonst auch auf allen möglichen Messen oder sonst was. Ne? Ja. Also, was mir direkt auch auffällt, ja, und das war bis jetzt nur bei Akrapovic so. Also Patrick, wenn du das hier siehst, weißt du, du hast hier echt nicht viel Luft und denkst, okay, das wird doch klappern. Auch hier hast du nicht viel Luft, wird klappern, ja. Aber selbst wenn du dich da dran ziehst, da berührt nichts, ja. Also, vom Ganzen her ist es echt tippitoppi gemacht, ja. Also, ja, ich bin sehr positiv überrascht, ja? Ja, mir gefällt das und wir werden mehr von den Dingern verkaufen. Jetzt erzähl uns doch noch mal ein bisschen, was war denn so die lauteste Abgasanlage, was Miltec hier gebaut hat und für welches Auto? Was wir hier gebaut haben, ist immer schwer zu sagen, weil ich, wie ja gesagt, die ganze Sonderanfertigung mache. Ja. Das lauteste, was ich bis jetzt leiser kriegen musste, war ein KTM GTX. Leiser kriegen mussten, weil der Kunde zu laut war, oder was? Die waren auf der Nordschleife für 24-Stunden-Rennen, hat man Reglement nicht lauter als 130 Dezibel. Und das war zu schwer. Und da waren sie, also wir reden von 130 Dezibel Fahrgeräusch, also nicht Stand, sondern 130 Dezibel in der Vorbeifahrt. Und dafür haben wir dann halt die Abgasanlage entwickelt mit Katalysator und allem drum und dran. Und so kommen jetzt, obwohl es kein 24-Stunden-Rennen war, sind sie halt damit gefahren ohne Probleme. Und ja, sind zufrieden damit. Das ist, sagen wir mal so, wir sind von, glaube ich, 133 sind wir runter auf, glaube ich, 125, so, dass wir es dürfen. Ja. Das ist so das Lauteste, was ich bis jetzt verbaut und gebaut habe. Sehr schön. Also ich meine, ihr habt es ja selber gehört bei den ganzen Videos von uns, alles was über 100 ist, ist eigentlich schon ziemlich laut, ne? Und 130 ist dann schon eine Ansage. Ja. So, was mich jetzt auch noch interessiert, wie steht Miltec zu Soundgeneratoren allgemein auch für Elektroautos für die Zukunft? Weil ich meine, wenn der Verbrenner so nach und nach weggeht, was passiert mit den Arbeitsplätzen? Ja? Denken die da schon weiter? Sind die da schon dran, um irgendwas zu machen? Oder? Also wir haben auf jeden Fall für Tesla, für einen Jaguar E-Pace, haben wir Soundmodule. Ja, für Tesla Soundmodule. Die direkt für uns, von uns quasi, klar, die Soundmodule sind mit einem Partner zusammen entwickelt, aber der ganze Verbau und so weiter, alle Teile, alle Brackets zum Anschrauben, auch das Tesla-Modul, das ist quasi, muss man sich vorstellen, das sitzt dann ungefähr hier. Das ist dann so eine runde Box und da ist dann auch ein 90-Grad-Bogen, der angeschweißt wird von da unten, wo dann mit einer Blende und allem drum dran, dass man das so montieren kann, dass es rein theoretisch aussieht wie Serie. Okay. Also da sind wir auf jeden Fall nicht abgeneigt. Im Endeffekt, wir müssen auch mit dem gehen, was in der Zukunft kommen wird. Ja, ich auch, ne? Und ja. Aber ich habe dann, bei mir ist gut, ich habe dann keine Probleme mit Spritqualität. Ich kann dann für Katar genauso wie für Deutschland das gleiche File schreiben. Ja, das ist euer Vorteil. Nein, es ist halt, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass es aussterben wird, es wird es immer geben. Und wir werden sehen, was es bringt, aber abgeneigt dagegen sind wir nicht, sonst würden wir es nicht entwickeln. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich gespannt, weil das Ding ist jetzt gleich fertig. Und ich bin echt gespannt, wie das sich anhört, wenn wir das Ding anmachen. Das wird ja brutal laut. Erklär doch du den mal, was wir da hier alles verbaut haben. Geh mal mit, Vivian, und erklär das jetzt mal. Also, müssen wir gleich wieder ablassen. Wir haben angefangen oben beim Turbolader. Wir haben vom Turbolader angeflanscht, eine kapplose Downpipe und den OPF haben wir auch rausgelassen. Dann gehen wir hier in 80 mm nach hinten. Hier sitzen normalerweise Vorschalldämpfer. Die haben wir auch rausgelassen.
Dann ist hier die klappengesteuerte, das ist quasi, die ist gegengeschaltet. Wenn die hinteren Klappen offen sind, ist die geschlossen. Und andersrum genauso, wenn die hinteren geschlossen sind, ist die offen. Das ist für das bessere Sounderlebnis im Innenraum. Und dann haben wir nur noch hier die beiden Endschalldämpfer. Die sind da klar auch klappengesteuert wie in der Serie. Das heißt, wir haben in der Anlage 30 Klappen verbaut, wie wir eben schon gesagt haben. Und das war das, was wir verbaut haben. RS6R Probe. Wie gesagt, ich habe an der Software nichts gemacht. Ich habe nur den OPF und Cut ausgemacht, weil wir da die Miltec Abgasanlage eingebaut haben. Jetzt machen wir den ersten Fahrtest. Wir gucken, ob es irgendwo berührt, wie laut das Ding ist, ob alles passt. Aber ich denke, das ist so geil. Hört ihr das mal an? So, jetzt bin ich gespannt, wenn ich in Komfortmodus gehe, ob der dann auch angenehm wird. Achtung. Geil, oder? Das ist ja verrückt. Das ist ja geil gemacht. Guck mal, Komfort. Zweimal Komfort. Wahnsinn. Geil, oder? Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal wieder Dynamik. Da merkt man Unterschied. Klappe auf, Klappe zu. Oh Gott. Oh, ich würde den ganzen Tag mit dem Ding rumfahren, ey. Also ich muss schon sagen, hätte ich so ein RS6, dann wäre der einzigste Bodykit wahrscheinlich auch der Up-Bodykit. Weil ich muss sagen, so das, was die früher gemacht haben, hat mich nicht so angesprochen, aber irgendwie muss da irgendjemand Neues arbeiten, wo die Designs besser macht. Also mir gefällt es brutal. Auch die Spiegel und so, wie die gemacht sind, also das Carbon, also da ist wirklich jedes Detail ist da gemacht. Das quält man. Und selbst im Spiegel steht ab, siehst du das? Sieht schon krass aus von außen, das Auto. Ja. Also auf Dauer wäre mir das zu laut. Aber guck, dann machst du Komfort und hörst nichts, ne? Das ist schon verrückt, wie leise das ist. Im Gegensatz zu... Ja. Also so muss ich doch wirklich... Die Abgasanlage, das ist so dumpf, ja. Ich muss sagen, das hört sich so gut an. Also wenn so Akrapovic kennst, Akrapovic, die klingen eher hell, ja. Und schreien rum, aber das hier ist wirklich ein dumpfer, satter Sound, ein männlicher Sound, ja, ein dumpfer, männlicher Sound, das ist geil. Also mehr braucht man nicht, an alle da draußen, die so ein RS6 haben. Geht zu Abt, macht den Bodykit, kommt zu uns und dann machen wir die Abgasanlage und dann habt ihr ein wunderschönes Auto. So, das Auto ist fertig. Der Jan hat gute Arbeit gemacht mit dem Miltec. Jan, ich danke dir vielmals. Wir werden auf jeden Fall jetzt mehr mit Miltec machen, weil Miltec passt. Miltec hört sich geil an. Von daher, Jan, freut uns. Ich werde viel Spaß haben in der Zukunft mit euren Abgasanlagen. Kein auch Problem. Für Tesla. Und ich bekomme jetzt bald einen Taycan. Ich hoffe, ihr macht da auch was. Da kriegen wir bestimmt irgendwie was geklärt. Also, in diesem Sinne, bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.